Was geht ab, meine Freunde? Wir sind zurück in der Hyperliga. Porygon wurde geditcht und 1:1 mit einem Boy ersetzt, den ich glaube, einmal in dieser Saison im Stream benutzt habe und auf den ich mich eigentlich schon tierisch gefreut habe, nämlich Shiny Elevoltec. Ja, Shiny Elevoltec habe ich irgendwo hier gesehen bei den Pokémon, die ich gepusht hatte, mit Eishieb und Stromstoß, wie wir hier sehen. Ja, auch nochmal wunderschöne Shiny. 1-11-12, also relativ gute IVs dafür, dass es ein Shiny ist. Ist ja nie so üblich und vor allen Dingen ist es ein cooles Shiny, weil ich mag Shiny Elevoltec sehr und ich mag auch Elevoltec als Pokémon sehr. Und Elevoltec als Pokémon ist ziemlich, ziemlich gut und dieses Team ist günstig. Zumindest wenn ihr die letzten Community Days seit August, glaube ich, mitgemacht habt, sprich seit Nebulak, dann solltet ihr auch dieses Team haben. Deswegen probieren wir das einfach mal aus. Vielleicht läuft es ganz gut und vielleicht ist es ja ein Team, was ihr da draußen spielen könnt. Ich muss gestehen tatsächlich, die aktuelle Meta, ich weiß es nicht, komisch. Viele XL-Pokémon, zum Glück noch nicht so viele, dass man sich da irgendwie Sorgen machen müsste. Aber es ist eine coole Meta und es macht auch wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich habe zumindest meinen Spaß und ja, ich gewinne hier zum Beispiel mal ein CMP, was nice ist. Irgendwie gewinnt mein Gengar alle CMPs. Ich muss mal gucken, woran das liegt. Ich weiß gar nicht, wie viel IVs mein Gengar da überhaupt hat. Okay, der Gegner lockt nicht ein. Interessant. Und ich habe einen zusätzlichen Sofortangriff durchbekommen. Das war natürlich jetzt gerade sehr interessant. Bedeutet also, ich komme jetzt früher zur ersten Finsterfaust als mein Gegner. Womit ich hier in der Situation definitiv die Führung gewinne. Nice! Einzige Problem jetzt gerade ist natürlich... Wo hätte ich ihn? Ich glaube, ich hätte ihn sogar runterfahren können. Ich glaube, in der Situation hätte ich meinen Gegner sogar runterfarmen können. Kein Scherz. Und ganz nebenbei, mein Gegner hat Elevoltec. Mein Gegner hat Elevoltec. Wisst ihr, was das bedeutet? Der spielt fast das gleiche Team wie ich. Ja, okay. Dann gehen wir auf unser eigenes Elevoltec. Alter, wenn er jetzt auch noch Machomai hat, dann drehe ich am Rad. Okay, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war wirklich nicht gut. Das hätte ich nicht machen dürfen. Das war ein Reflexwechsel. Ich hätte drin bleiben sollen, um zweimal Eishieb zu landen vorher, bevor ich rauswechsel. Das, ja, hätte ich besser spielen müssen. So. Und wenn mein Gegner das jetzt gut macht, farmt er mich einfach runter. Ich glaube, ich habe nämlich keinen Eishieb drüben bereit, was halt echt schlecht ist. Aber warten wir mal ab. Schaffe ich vielleicht noch einen zweiten? Nope, leider nicht. Ich schaffe nur einen Kreuzhieb. Ah, es wird nicht genug Schaden anrichten, weil das natürlich resistiert wird, wegen dem Gifttypen von Bisaflor. Ah, schade. Das heißt, was ich jetzt hier machen muss, ist, ich muss den Gegner runterfarmen. Ich muss den Büble runterfarmen, um dann einen Stromstoß zu landen auf dem Elevoltec. Weil anderes bleibt mir nicht übrig, ja. Deswegen versuchen wir das mal umzusetzen. Okay, das sieht nicht gut aus. Und drüben ist ein Angriff bereit. Das heißt, wenn mein Gegner das jetzt gut macht, wechselt er einfach raus. Wie viel macht die Flora-Statue überhaupt? Okay, das sieht nicht gut aus. Ich hab Panic Switch, Leute. Ich hab Panic Switch. Das, Mann! Nein! GG. Ich hab gepanikt. Das war nicht gut von mir. Ja, was ich hätte machen müssen, ist einfach mit Elevoltec drinbleiben, zwei Eishieb landen. Einmal No-Shielden und dann einfach mit Machomai runterfarmen. Einmal Elevoltec. Ja, das wäre der Play gewesen, aber ja, manchmal passiert das, dass man zu schnell wechselt. Das kann ich auch wirklich niemandem empfehlen. Also ich kann mich an keine Situation erinnern, wo mir das im Nachhinein wirklich was... Ja, manchmal schon. Aber, vielleicht ist das jetzt auch einfach nur selektive Wahrnehmung, dass ich mir denke, oh, das funktioniert nie oder hat bei mir bisher noch nie funktioniert. Ja, hat wahrscheinlich schon funktioniert, also okay, Rex Blizzard XL. Oh mein Gott, Rex Blizzard XL. Was macht man denn dagegen jetzt schon wieder? Rex Blizzard in der Führung. Ich habe keinen guten Wechsel. Direkt auf meinen Hardcounter in Form von Machomai zu gehen, ist jetzt auch nicht so der Play. Wir machen das einfach wie folgt. Hauen jetzt hier einen Spukball raus, hoffen, dass der Gegner vielleicht ein Schild investiert. Ich habe das Gefühl, dass der Gegner jetzt hier einen Angriff eingeloggt hat. Nope. Okay, immerhin das. Das heißt, wir können mit Machomai jetzt hier sehr, sehr, sehr guten Farm bekommen.
Ladeattacken-Gleichstand müssten wir gewinnen. Das heißt, Gegner hat auch keine Energie mehr. Wir gehen also direkt auf Machomai. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal loggen ein. Zwingen den Gegner jetzt auch zu schilden, ansonsten ist die Energie weg. Gut, Wechselvorteil haben wir hergeschenkt, aber ist halt so. Na, machst du nix. So, was ist das Pokémon jetzt hinten? What is this? Zera King? Das ist okay. Zera King ist in Ordnung. Okay, wir haben wie gesagt den Energievorteil. Deswegen sollte das in Ordnung sein, denke ich. Wir haben auch noch einen Edevoltec hinten, hinter zwei Schilden. Ah, ich habe Bubbles gemisst. Oh, was? Okay. Okay. Wen müssen wir jetzt hier ins Schild rein? Hoffen, dass wir nicht die Angriffsreduzierung bekommen. Okay, und weil ich in dem Fall, wie gesagt, drin bleiben würde, Empoleon, umso besser. Kreuzhieb. Wir haben Doppelkreuzhieb, ne? Wir haben Doppelkreuzhieb. Wir haben. Ja, ja, ja. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Das heißt, wir landen jetzt einfach ein Doppelkreuzhieb. Ein Team, was extrem anfällig ist, ist gegen Elevoltec plus Machomai. Soll mir recht sein. Mir gefällt das persönlich natürlich, ne? So, zweiter Kreuzhieb kommt. Dann gehen wir direkt auf Elevoltec raus. Und wir müssen eigentlich nur den Stromstoß landen. Und dann hat Elevoltec hier schon mal einen guten Job gemacht. Elevoltec ist ein richtig cooles Pokémon, Leute. Generell ist Donnerschlag auch ein sehr, sehr guter Ladeangriff. Fünf Sofortangriffe benötigen wir für den Stromstoß. Das ist schneller als Magnesone. Magnesone benötigt 6. Sprich, wenn er 2 hintereinander tanken will, benötigt... sogar... Waren es 6? Ich glaube nicht... Magnesone sind, glaube ich, 6. Ja. Sprich, Elevoltec lädt sogar den Stromstoß ein bisschen schneller auf. Und haut, meine ich, auch ein bisschen mehr Schaden raus. Dafür, dass er den höheren Angriff hat, meine ich. Wobei ich mir da gar nicht so sicher bin. Aber ich meine, Elevoltec sollte ein bisschen höheren Angriff haben. Dafür ist dann Magnesone ein bisschen robuster. Ja, ein bisschen tankier, sagt man ja so schön. So, Toxiquark, auch wieder eine geile Führung. Nehmen wir. Gengar, zeig den Leuten, was du kannst. 6 Stück benötigt Toxiquark, um eine Schlammbombe einzuleiten. Bedeutet, wir schilden einmal die Schlammbombe. Wir versuchen uns die Führung zu holen. Also ein Schild wird hier rein investiert. Dann wechselt mein Gegner raus. Perfekt. Auf Relaxo. Das heißt, den versuchen wir jetzt so gut es geht runterzufarmen. Bloß kein Schild investieren. Ne, ich werde hier alles machen, aber kein Schild investieren. Das wäre jetzt nämlich nicht ganz so gut. Und wir holen uns so viel Energie wie nur möglich. Mhm. Body Slam, das ist in Ordnung. Wir holen uns so viel Energie wie nur möglich. So, und jetzt kommt der Kreuzhieb. Sollte ganz gut sein, denke ich, dass wir das genau so gehandhabt haben. Zap, zarab. Perfekt. Alter, Leute. Ich habe gut mitgezählt. Also das Zählen läuft mittlerweile ziemlich gut, muss ich gestehen, okay? Das ist halt so die Sache. Man muss sich immer natürlich an den Meter gewöhnen. Und das sage ich auch immer wieder den Leuten. Wenn ihr irgendwie Probleme habt mit einem Team, wenn ihr da gerade nicht... aus eurer aktuellen Meta gut rauskommt, ne? Einfach weitermachen. Einfach weitermachen, okay? Statistisch gesehen muss es halt früher oder später irgendwann laufen. Deswegen würde ich mir da, wie erwähnt, keine Sorgen machen. Okay, cool. Jetzt sollte ich theoretisch vielleicht sogar direkt den zweiten Schild bekommen. Warten wir mal ab. Ist ein bisschen gewagt, aber wir probieren's. Nice. Und dann kann ich nämlich selber in der Situation einmal ein Schild investieren. Hab jetzt einen Haufen Energie, das heißt, egal was reinkommt, das wird weggeböllert. Lapras, das ist okay. Lapras ist wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Vor allen Dingen, weil wir auch noch Machomai haben. Das, Toxiquark sollte keine Energie haben. Perfekt, den Angriff gelandet. 1, 2. Ah, schade. Ich habe damit gerechnet, dass ich vielleicht hier nochmal einen mitnehmen kann. So, einen Surfer überleben wir nicht. Warten wir mal eben. Was ist hier der Play? 2-mal Stromstoß. Ein Surfer überleben wir ja relativ sicher. Ja doch, doch. Wir versuchen einfach runterzufarmen, ne? Das sollte Elevoltec hier schaffen können. Hier sehen wir auch wunderbar, dass Elevoltec nicht so viel aushält. Okay. Vielleicht nutze ich doch nochmal einen Stromstoß. Sicher ist sicher, okay? Sicher ist sicher, meine Damen und Herren. Sicher ist sicher. Da kommt der Stromstoß für dieses kleine Zipfelchen.
Und dann direkt back-to-back den nächsten. Alter, Leute, Elevoltec. Der spammt Stromstoß ja bis zum geht nicht mehr. Der spammt Stromstoß ja wirklich bis zum geht nicht mehr. Bravissimo, bravissimo. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ich habe immer so ein bisschen das Problem mit Stromstoßnutzern. Man muss bei Stromstoß wirklich sehr, sehr viel Erfahrung haben. Es ist ein sehr riskanter Move, aus offensichtlichen Gründen. Du senkst nämlich deine Verteidigung enorm dadurch. Und das ist gefährlich. Ähnlich wie Nahkampf. Und man muss das halt, wie gesagt, gut timen können. Man muss das auch gut abschätzen können. Stromstoß ist da in dem Belang ein bisschen praktischer als Nahkampf tatsächlich, wenn man das schneller laden kann, wie ich finde, als Nahkampf. Und Nahkampf hat nicht so viele prominente Nutzer. Ne? Das prominenteste Beispiel wäre Machomai. Und das auch nur, wie ich finde, in der Hyperliga. So, wir wechseln ganz nebenbei hier instant auf Elevoltec raus. Okay, perfekt. Haben auch schon mal das Toxic Quark rausgezogen. Das ist in Ordnung. Wir investieren ein Schild rein und dann hauen wir zwei Stromstöße raus. Ja, so machen wir das. Das heißt, wir haben dich auch schon mal rausgeködert, was ziemlich gut ist. Ob es funktioniert... Ah, es ist... Ja, wobei, es macht eigentlich keinen so großen Unterschied. Lässt der Gegner den durch? Ist die Frage. Nope. Eins, zwei, dann direkt nochmal einen. Vielleicht hätte ich auch erstmal ködern sollen mit einem Eisheap. Weil jetzt kann er mich runterfarmen. Noch, was er nicht macht. Okay. Dann holen wir uns halt die Führung. Interessant. Interessant, dass der Gegner hier nicht geschildert hat. Schaffe ich noch einen? Elevoltec, Leute. Der ist ja spammy wie sonst was. Der ist ja richtig spammy wie sonst was. Und der nächste. Och, du liebe Güte. Oh, meine Güte. Uff. Jetzt ist halt nur die Frage. Wir haben eigentlich den Machomai-Konter schon rausgeholt. An sich sollte ich trotzdem auf Machomai gehen, weil der halt mit den Kontern hier am meisten macht und Surfer bei Machomai nicht so viel anrichtet. Und dann hängt es halt davon ab, was ist das letzte Pokémon des Gegners. Ne? Es ist Dragoran. Da gehen wir halt erstmal instant raus. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Sprich, ich muss hier ein Schild investieren und einen erfolgreichen Köder landen. Ja, ich muss hier einen erfolgreichen Köder landen. Zack, zack, zack. Wobei nicht mal zwangsweise. Mein Machomai geht es ja zum Beispiel noch relativ gut. Ich dachte, der hat mehr gelitten. Das heißt, wir machen hier einmal die Finsterfaust. Okay. Und nochmal die Finsterfaust. Dann kriegen wir jetzt nämlich auch den letzten Köder des Gegners. So. Muss ja eigentlich, ne? Okay. Eins, zwei... Ah, schade. Und ein Orkan sollte mein Gegner nicht schaffen. Ein Orkan sollte dein Gegner definitiv nicht schaffen. Und eine Drachenklaue überlebe ich. Und ein Kreuzhieb erreiche ich. Oder? Nein, komm. Okay, perfekt. Drachenklaue. Das macht... Das ist schon ein guter Schaden. Machen wir das wie folgt. Und dann können wir den Gegner auch nochmal mit dem... Steinhagel disrespecten. Bam! Ja, Leute, ich bin durchaus erstaunt, was dieses Team auf einmal auf die Reihe bekommt. Elevoltec ist ein richtig, richtig gutes Pokémon. Anscheinend auch ein richtig guter Safe-Switch. Wird natürlich von Boden-Pokémon sehr bestraft. Gerade sowas wie Stalobor, was gerade sehr beliebt ist. Extrem gut. Flunschlick, extrem nervig. Aber sehen wir es positiv? Wir können die sozusagen rausködern für Elevoltec. Dann können wir unser Machomai reinholen und Machomai sahnt dann ordentlich ab. Also, was das angeht, können wir es ja eventuell positiv sehen. Aber sonst, ja. Wir wechseln hier direkt wieder auf Elevoltec raus. Mal gucken, ob ich das bereuen werde. Ich hoffe nicht. Wir sind halt sehr spammy. Bedeutet, wir schaffen auf jeden Fall zweimal Ice Seep. Und Dragoran muss weg. Der ist gefährlich, der Bub. Oh, Galagladi. Krypto-Galagladi wohlgemerkt. Ah, ich hätte noch einen Donnerschock reinmogeln können. Ich hatte aber Angst, dass das vielleicht ein bisschen zu riskant ist. Schaffe ich noch einen Eishieb? Eins. Na, leider nicht. Okay.
Aber wir haben Galagladi rausgeholt, was normalerweise Macho My Heart kontern würde. Bedeutet, wir können jetzt erstmal einmal, zweimal, dreimal, viermal. Hier muss ich schilden. Plus, ich kann eine Dunkelklaue reinmogeln. Oh, oder auch nicht. Ja, scheiße. Scheißendrake, das ist nicht cool. Da müssen wir jetzt runterfarmen. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Runterfarmen und dann YOLO-Spukball? Ja, YOLO-Spukball it is. Ah, drüben ist auch fast schon ein Orkanstart klar, ne? Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Drüben ist auf jeden Fall eine Drachenklaue-Start klar. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Okay. Also. Bevor Steinhagel genervt worden ist, hätte das besiegt. Ich wollte es gerade sagen. So. Ich glaube nicht, dass das ein Orkan sein kann, weil mein Gegner so langsam gewechselt hat. Und dadurch, dass mein Gegner so langsam gewechselt hat, schaffen wir das sogar noch. Oh, Baby! Sehr schön. Also das Team heute, es läuft sehr gut. Die Kämpfe sind schnell. Ich glaube, das war jetzt Kampf Nummer 5. Und wir sind direkt fertig nach 16 Minuten. Das ist rekordverdächtig. Und das war... War das ein 5-0? Na, leider nicht. Welchen Kampf haben wir denn verloren? Wir haben auf jeden Fall irgendeinen Kampf verloren. Aber ihr seht, wir haben Führung teilweise verloren und das Team hat trotzdem nochmal was rausgeholt. Sehr respektable Leistung auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch von meinem Boy, Elevoltec. Und das Team ist eigentlich... Eigentlich sollte jeder, der die letzten 6 Monate Pokémon Go gespielt hat, in der Lage sein, dieses Team nachzubauen. Und es scheint, als würde es gut laufen. Ich wäre ein bisschen vorsichtig damit. Ich bin mir sicher, dass man mit dem Team auch nochmal gut auf die Schnauze fliegen kann, wenn man in höheren Bereichen ist. Aber ich glaube, gerade für, wie bereits gesagt, Anfänger ist das Team doch eigentlich ganz gut. Man braucht auch keine XL-Bonbons dafür. Das macht das Team meiner Meinung nach sogar nochmal ein bisschen ansprechender, weil XL-Bonbons sollten gerade neue Spieler bestimmt ordentlich abschrecken. Fehler bei der Spielersuche? Dann sehen wir uns gleich. Meliodas! Dann mal rein da, ja? Dann mal rein da. Man darf sehr gespannt sein. Meliodas. Was hat Meliodas für uns geplant? Anscheinend erstmal nichts, weil der Meliodas flüchtet. Der hat gesehen, Ricky Pangerino, ein Legendenspieler, gleich mal raus. Hat er wahrscheinlich nicht gedacht. Wahrscheinlich sind das einfach nur gerade die ganzen Server. Aber trotzdem, ein bisschen Roleplay und Shit-Talk, wie ich so schön zu sagen pflege, kann ja hin und wieder auch mal ganz... gut sein. Fehler bei der Spieler. So, ich wollte gerade sagen, dass der Spieler hatte damit nichts zu tun. Die Server sind gerade einfach nur wieder am Mucken. Das ist auch mein letztes Set für heute. Das ist halt umso trauriger. Weil eigentlich stehe ich unter Zeitdruck. Eigentlich muss ich noch essen. Eigentlich muss ich mich für den Stream gleich vorbereiten. Aber nein, Tick denkt sich, nein! 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 Unser Spiel läuft einfach nicht. Gut. Vielleicht zum Update irgendwann Ende des Jahres, was groß angekündigt ist. Vielleicht funktioniert dann das Spiel ja mal so, wie es sein sollte. Schon wieder eine Dragoran-Führung. Also eine Menge Dragoran-Führung, die wir heute hier sehen. Gefällt mir nicht so gut. Und Slimog. Okay. Durchaus interessant. Slimog braucht 6-mal Gift-Heap, damit Donnerschlag aufgeladen wird. Und Donnerschlag macht natürlich bei Elevoltec nicht so viel. Okay. Into Icy. Damit wir nicht runtergefarmt werden können. Sehr gut. Und wir holen uns die Führung. Und dann würde ich hier mal behaupten, dass ich nicht schilden werde, oder? Weil das wird doch eh nur ein Donnerschlag sein. Na, es ist die Finsteraura. Okay. Okay, das bedeutet aber auch, dass der Großteil der Energie beim Gegner aufgebraucht ist. Dann gehen wir einfach auf Gengar und farmen hier das Ding komplett runter. Das dürfte nur ein Donnerschlag sein. Aber wenn es die Finsteraura ist, habe ich ein Problem. Ich habe nämlich nicht ganz mitgezählt. Wir schilden einfach mal. Es ist die Finsteraura, das war die richtige Entscheidung. Und dann farmen wir einfach komplett runter.
Uff, das Drogoran. Das Dragoran, das will mir nicht nachts begegnen. Das Dragoran will mir nicht nachts begegnen. Das will mir nachts definitiv nicht begegnen. Uff, wir haben Energie bis zum Abwinken. Das Dragoran kommt rein und wir ballern natürlich direkt den Spukball raus. Ne? Ohne groß nachzudenken, einfach direkt auf den Spukball blind gegangen. Ja, wird natürlich instant geschildert, aber das ist okay. Weil wir haben natürlich die Möglichkeit, nochmal ein zweites Mal auf Spukball zu gehen. Und wenn der landet, sollten wir hier guten Schaden anrichten. So, ich sollte aber nicht direkt den Spukball drücken. Auf jeden Fall, dass der Gegner rauswechselt. Warum eigentlich jedes Mal aufs Neue? Ich habe einmal extra gewartet, weil ich wusste, der Gegner will es abfangen. Dann drücke ich... 3, 4, 5. Sehen wir es positiv. Dafür erreiche ich jetzt den Steinhagel, bevor mein Gegner dann was macht. Leute. Was ist da los? So viele verlorene Führungen, aber wir werden halt einfach nicht bestraft mit Boden-Pokémon. Was mich erfreut in der Elo. Vielleicht haben die Leute einfach keine Boden-Pokémon. Das ist natürlich gut für Elevoltec. Der freut sich darüber. Das Besondere an Elevoltec ist halt, wie gesagt, der ist nicht so ganz aufgeschmissen gegen Boden-Pokémon, weil er halt diesen Ice-Heap hat. Das ist halt eine richtig, richtig gute Coverage. Bolt Beam, also Donnerblitz plus Eisstrahl, Ice Beam. Thunderbolt und Ice Beam, also deswegen Bolt Beam, war damals schon, ganz früher, in Generation 3, eine super, super beliebte Kombination, weil man damit halt sehr, sehr, sehr viele Pokémon einfach neutral getroffen hat, also Minimum neutral, und viele ist dann halt dafür auch sehr effektiv. Ja, und Elevoltec verkörpert das Ganze mit einem ungeheuren Aggressionspotenzial. Und das gefällt mir, aber das gefällt mir nicht. Zoompex ist ein riesengroßes Problem, okay? Und zwar so ein großes Problem, dass wir hier definitiv... Also das ist ein Riesenproblem, Leute. Das ist ein Riesenproblem. Ich muss halt gucken, dass ich mir irgendwie die Führung hole. Frage ist halt nur wie. Unter allen Umständen muss ich mir hier die Führung holen. So. Ohne Wenn und Aber. Normalerweise schillen die Leute nicht den ersten. Perfekt. Das heißt, in dem Fall hatte ich jetzt ein bisschen Glück. Ich muss auf jeden Fall die Schilde wegbekommen, ne? Ja, probieren wir es mal aus. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Einfach nochmal. Wäre jetzt Spukball sogar besser gewesen? Ich glaube, Spukball wäre hier vielleicht sogar besser gewesen. Nevermind. Okay. Dann machen wir hier einfach nochmal eine reguläre Finsterfaust, zwingen den Gegner dann Energie auszugeben und farmen dann mit, mal schauen, was runter. Wahrscheinlich machen wir mal. Ja, okay. Elevoltec sollte nicht runterfarmen können. Das ist das Problem, ne? Ja, Elevoltec sollte das nicht schaffen. Sprich, wir müssen auf Machomai gehen. Ist auch nicht schlecht, weil Machomai dann, wie gesagt, satte 4 Konter durchbekommt, wollte ich gerade sagen. Und das ist jetzt gefährlich, weil wenn es das Team von den ganzen YouTubern ist, sollte jetzt ein Panzereron kommen. Oh, du hast ja ein richtig kreatives Team. Oh, Nachtara, gib mir das dann. Oh, das ist ja ein richtig kreatives Team, du. Habe ich ja noch nie gesehen. Uiuiuiuiui. Und natürlich alle auf Level 50. Gut. Wie kommen wir da jetzt am besten rum? Ich würde behaupten, wir doppelt Stromstoßen und weinen. Ja, ich musste mir hier auf jeden Fall die Führung holen. Wenn ich mir die Führung hole, ist das Game durch. Aber so halt leider nicht, weil, ja. Jetzt habe ich keine Antwort mehr gegen diverse andere Pokémon des Gegners. Jetzt kommt ein Foulplay und ich verliere. Ja, ist in Ordnung. Ich meine... Nee, gegen das Team kann ich nichts machen, außer mir irgendwie die Führung holen. Wenn der Gegner halt nicht doppelt schildet, ist das irgendwie spielbar, aber ansonsten... Nee, keine Chance. Das ist leider ein ganz schweres Matchup. Aber ein Vorteil, nicht viele Leute haben dieses Team. Weil nicht viele Leute XL-Candies auf ihren Pokémon haben. Was verständlich ist, weil gerade Leute, die halt nicht... drei, vier Jahre spielen, die haben halt noch nicht so viel XL-Candies, ja. Die haben zum Beispiel nicht die Möglichkeit, diese ganzen Tausenden von anderen normalen Bonbons in XL-Bonbons zu konvertieren. Das geht halt nicht, ne? Und deswegen ist es eigentlich ganz
cool, dass man das so gehandhabt hat. So, Riesbieser, okay. Zählen wir, wie gesagt, immer mit. 5 und dann kommt der erste. Und dann braucht der Gegner für den zweiten ein bisschen weniger. Wie haben wir das für gewöhnlich immer gemacht? Ich habe den ersten nicht geschildert, ne? Wie viel hat der erste dann gemacht? Das ist okay. 2, 3. Zumindest hat das eben ganz gut funktioniert. So, jetzt müsste der Gegner bei 8 sein. Braucht noch einen weiteren und dann sollte er... Oh, er hat sogar gethrowt. Das ist natürlich umso besser. Dann lassen wir jetzt einfach unser Gengar kacken. Was? Sterben? Hallo? Wortwahl? Kommen dann mit Macho rein und versuchen hier runterzufahren. Okay, einfach was. Fangen den Angriff perfekt ab. Sehr gut. Und haben jetzt ein Macho mit aufgeladener Energie. Und der Gegner hat direkt Ampharos reingeholt. Was bedeutet das? Was kann ich daraus interpretieren? Herr Rügel, sind wir im Deutschunterricht oder was? Tut mir leid, Leute. So, direkt ein zweiter Eishieb. Mhm, das ist direkt ein zweiter. Wie spielt man das Matchup? Doppelstromstoß lohnt sich ja, glaube ich, nicht. Stromstoß Eishieb? Warten wir mal ab. Wie viel macht denn so ein Eishieb? Frage ist auch, ob ich ein Schild investiere oder alles auf Machomai banke. So, ich glaube, ich banke einfach alles auf Machomai. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Kann leider nicht rauswechseln. Jetzt kommt Rexbleezer und farmt mich hier einfach straight runter. Oh, okay. Ich krieg sogar noch einen Icy raus. Und kann, glaube ich, jetzt direkt rauswechseln. Ein Schild runterfarmen. Und dann habe ich einen Haufen Energie gegen das letzte Pokémon. Und dann wird es halt drauf ankommen, was das letzte Pokémon ist. Sumpex. Krypto-Sumpex. Das macht die Sache besser. Das macht die Sache besser, weil ich kann jetzt mit... Boah, ich habe hier einen ordentlichen Energievorteil. Junge, 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 Moment. Ja, ich wollte es gerade sagen. Da hast du jetzt Angst, ne? Da hast du Angst, Kollege. So, da kommt jetzt gleich die Aquaobize. Das wird saftig. Das wird richtig saftig. Problem ist, hat das Rexbleezer eventuell einen weiteren Angriff? Okay. Ich habe eingeloggt, ne? Ich habe eingeloggt. Macht das einen Unterschied? Ja, es macht einen Unterschied, weil ich nicht ganz aufladen darf. Wir machen einfach mal nur gut. Vielleicht war das auch schon zu viel. Wir machen einfach nur gut und dann fahren wir runter. 1, 2, 3. Okay. Und jetzt kommt es halt drauf an. Hat das Rexbleezer einen Angriff fertig? Nope. Okay. Aber wir hatten sowieso den Kreuzhieb erreicht, weil wir undercharged haben. Sehr gut. Und da hat man halt einfach erkannt, dass das... Man muss nicht immer die Führung gewinnen. Man muss nicht immer die Führung gewinnen. Das hat man hier gerade auch wieder wunderbar erkannt. Und man muss auch nicht immer ABB-Team spielen. Ja, es funktioniert auch ohne diese Formel. Man muss halt einfach nur die Matchups richtig erkennen können. Und selbstverständlich gehört da auch ein bisschen Glück zu. Weil wenn da hinten jetzt als letztes ein Feen-Pokémon gewesen wäre, dann hätte ich komplett verloren. Aber wenn der Gegner in der Führung, also die Führung definitiv gewinnt in dem Matchup, plus auch noch ein Hard-Konter gegen mein letztes, ja, Finisher-Pokémon hat, ja, dann sieht es halt schlecht aus. Das ist halt das Problem in der Go Battle League. Man kann nicht gegen alles etwas haben, ne? Man kann nicht gegen alles etwas haben. Okay. Wir gehen straight auf Spukball. Mein Gegner wird ohnehin schilden. Mein Gegner wird definitiv schilden. Definitiv. Ja. Das heißt, hier in der Situation hätte ich eigentlich auch die Finsterfaust drücken können. So. Wir schilden ebenfalls. Ne, beziehungsweise ich schilde generell nicht. Habe ich noch eine Finsterfaust? Ne, der Gegner wechselt einfach raus. Voll redikant. Schade. Cooles Pokémon vom Gegner auf jeden Fall. Relikant. Ein Pokémon, was ich demnächst von jemandem eine Lucky bekomme, by the way. Freue ich mich schon sehr drauf. Und ich kann Relikant auch ein bisschen punishen. Kann Relikant irgendetwas, was vor dem ich Angst haben müsste? Nee, ich wollte es gerade sagen. Das kann doch wahrscheinlich nur Nassschweif. So, machen wir das wie folgt. Ah, ich hätte mir die Finsterfaust aufbewahren müssen. Das Glurak hat definitiv auch noch eine Drachenklaue aktuell bereit. Das hat eine Drachenklaue bereit, das Glurak.
Das ist nur eine Drachenklaue. Und wenn es eine Lohkanonade ist, hat der Gegner keine Energie mehr. Dann banke ich alles auf mein... Ja. Dann würde ich jetzt einfach mal behaupten... Wir drücken Kreuzhieb. Und gehen daraufhin auf... Elevoltec. Ah, ich kann auch gar nicht. Na, Elevoltec muss das jetzt machen. Ah, ich hätte vielleicht hier nochmal einen Angriff abfangen können. Also ich bin ehrlich mit euch. Wenn der Gegner jetzt zum Beispiel in der Situation einen Boden-Pokémon hat, dann sieht es nicht gut aus. Dieser Floor ist in Ordnung. Das ist spielbar. Ich habe einen leichten Energievorteil. Und ich habe potenziell noch einen Sex-Swap. Das bedeutet, ich müsste eventuell eine Flora-Statue abfangen. Ja, okay. Okay, wir müssen jetzt gleich mitzählen. Wir müssen gleich mitzählen. Wie war das bei Bisaflor? 6 oder 7 Stück? Ah, wir wechseln bei 7. 1, 2, 3. Keinen zusätzlichen, das ist gut. Dafür bekommen wir jetzt den Schild. Okay. 1, 2. Und drüber. No! Ich glaube, ich hätte das nicht machen dürfen. Ich hätte das nicht machen dürfen. Ah, ich hätte das nicht machen dürfen. Ich war mir sicher, ich erreiche eigentlich mit dem Energievorteil, den ich hatte. Ah, das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Ich wollte eine Flora-Statue abfangen und ich musste die Flora-Statue gar nicht abfangen. So, wie wisst ihr was? Ah, okay. Ich muss das jetzt definitiv abchecken. Ich bin mir sicher, es waren 7. Es waren 7, oder? Es waren 7, oder? Gucken wir mal. Premier Cup Ultra. Ja. Venusaur braucht... Ah, Moment, jetzt bin ich schon im Kampf. Das gucken wir gleich nach. Oh, Leader King, okay. Dann droppen wir doch direkt hier einmal den Stromstoß und den Eisieb. Okay. Hat doch ganz gut funktioniert. Das war sehr gierig von ihnen. Dann kriegen wir jetzt auf jeden Fall 2 Schilde, hätte ich gesagt. Oder auch nicht, das ist natürlich umso besser. Dann haben wir jetzt halt die Führung. Empoleon ist wieder da. Wir gucken uns das gleich an. Mit dem anderen Matchup. Matchup Ketchup, sage ich da immer. Jetzt kann ich hier entschieden investieren. Boah, die ganze Energie von dem Seedra King war weg. Die ganze Energie. Gucken wir mal. Okay, Odragorat. Krypto sogar. Das macht die Sache gerade sogar ein bisschen besser. Weil... Ah! Okay. Investieren wir ein Schild rein. Wir müssen versuchen, irgendwie die Führung zu holen. Wir haben drüben auch noch eine Drachenklaue bereit. Okay. Doppelfeuer-Odem. Okay. 1, 2, 3. Farm runter. Okay, perfekt. Schaffe ich noch eine Drachenklaue? Einen Spukball? Ja, ich schaffe sogar noch einen Spukball. Der landet sogar hoffentlich noch. Der Gegner hat jetzt 2 Kaskaden. Oh, okay. Perfekt. 2 Kaskaden, das heißt 1, 2, 3 und Kreuzhieb. Jawohl. GG, well played. Ich bin echt erstaunt, wie gut das mit dem Team funktioniert. Das freut mich sehr. Oh, das freut mich auch sehr. Danke, Niantic. Und damit sind wir am Ende des Sets. Ich muss gestehen, Elevoltec ist ein richtig, richtig cooles Pokémon. Wir hätten hier auf jeden Fall ein 4:1 rausgeholt, dafür, dass wir, glaube ich, in diesem Set gefühlt alle Führung verloren haben. Und das ist wirklich nicht übertrieben. Wir haben gefühlt jede Führung verloren. Ihr habt es gesehen. Dragorans, Empoleons,
wenig Konter-Pokémon und trotzdem liegt das Team sehr gut, weil Elevoltec hier in dem Elo-Bereich, wo ich gerade rumgurke, 2600, einfach gut funktioniert. Und ich kann euch das Team, wie gesagt, einfach nur empfehlen. Ich habe gerade geguckt, was ist einfach ein Team, was ich selber habe, gerade von den Community Days, ne? Und das Team sollte jeder von den Community Days haben, ne? Wann war Electek? Electek war im Dezember. November. Electek war im November zusammen mit Magma. Dann hatten wir Machomai im Januar. Und ich glaube, Nebulak war im August, wenn ich mich nicht irre. Also wirklich die letzten 5 Monate. Wenn man da Pokémon Go gespielt hat und jeden Community Day mitgenommen hat, sollte man auch diese Pokémon mit Community Day Moves haben. Und das Team funktioniert, es macht Spaß, die Kämpfe sind schnell. Das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Und sie machen Spaß. Freunde, für heute soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, denkt an die positive Bewertung oder generell eine Bewertung. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Rigi.